Frühjahr 1944. Irgendwo in der Normandie besucht Generalfeldmarschall Erwin Rommel ein Manöver der Sturmgeschützabteilung 200. Rommel ist eine Heldenlegende des Dritten Reiches, die sich auch vor der Amateurfilmkamera eines Soldaten gibt, wie in der nationalsozialistischen Propaganda. Überlegen und siegesgewiss. Die Einheit gehört zum deutschen Aufgebot in Nordfrankreich, das die bevorstehende Landung der Alliierten auf dem Kontinent verhindern soll. Der Nimbus des Blitzkriegs im Westfeldzug und in Nordafrika ist ungebrochen. Jetzt soll Rommel die mangelhaft ausgerüstete Truppe zum Sieg über die feindliche Streitmacht führen. Einst bewunderte er Adolf Hitler, der begeistert war vom Wagemut seines Lieblingsgenerals. Zum Widerstand in der Wehrmacht verhält sich Rommel distanziert. Ein Attentat auf den Diktator lehnt er strikt ab. Doch es gibt Hinweise, dass der populäre Wüstenfuchs zu diesem Zeitpunkt in die Umsturzpläne von Wehrmachtsoffizieren und Hitlergegnern verstrickt ist. Der Oberbürgermeister von Stuttgart war mal bei meinem Vater Anfang des Jahres 1944, um mit ihm zu sprechen. Und dann hat er zu ihm so ungefähr gesagt, wenn der Hitler nicht abtritt, hat alles andere keinen Wert. Da hat mein Vater zu ihm gesagt, er wäre doch dankbar, wenn er solche Äußerungen nicht vor seinem minderjährigen Sohn machen würde. Von der eigenen Großartigkeit beseelt, hat Rommel die Rolle als Aushängeschild der Nazi-Propaganda bereitwillig übernommen und dient als hochdekorierte Staffage bei Auftritten des Führers. Inzwischen hat sich das Verhältnis deutlich abgekühlt. Der Hitler hat es offenbar abgelehnt, über irgendwas anderes als die militärische Lage zu sprechen. Als mein Vater versucht hat, über die Konsequenzen mit ihm zu reden, der Niederlage, dann ist er unglaublich laut geworden und hat meinen Vater aufgefordert, ruhig zu sein und keine weiteren Ausführungen zu machen. Meinem Vater war es also dann völlig klar, mit dem Hitler geht's nicht, wir müssen selber handeln. Nach dem gescheiterten Staatsstreich vom 20. Juli 1944 gerät auch der Kriegsheld Rommel ins Visier der Fahnder. Und Hitler hat seinen Gegnern blutige Rache geschworen. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig aufgerottet werden. Hitlers Feldmarschall schluckt eine Giftkapsel des Führers, um seine Familie zu schützen. Der Staatsakt in Ulm ist sein letzter Auftritt für die Propaganda. Er ist sozusagen Held des Nationalsozialismus und er ist letztlich auch Opfer. Er muss sich umbringen. Ja? Auch das ist Teil dieses Mythos geworden. Main-Front werden auf beiden Seiten immer stärkere Kräfte eingesetzt. El Alamein. Einer ganzen Generation von ehemaligen Wehrmachtssoldaten galt dieser Name noch lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Symbol des Untergangs einer angeblich sauberen deutschen Armee, die im Afrika-Feldzug heldenhaft kämpfte und sich dank ihres populären Heerführers Erwin Rommel nichts vorzuwerfen hat. Wenn man Erwin Rommel eben eine bestimmte historische Verantwortung auch zuschreiben möchte, dann ist es natürlich das, dass er sich der Propaganda zur Verfügung gestellt hat, zu einem Zeitpunkt, als in Russland ein Vernichtungskrieg tobte und die europäischen Juden vernichtet wurden. Und da hat er natürlich durch die Bilder aus Afrika abgelenkt davon letztlich. Rommels letzte Offensive Ende August 1942 scheitert vor allem am mangelnden Nachschub. Der neue Befehlshaber der Briten, Bernard L. Montgomery, treibt den Wüstenfuchs, wie Rommel von Freund und Feind inzwischen genannt wird, in die Enge. Die britische Luftüberlegenheit ist erdrückend. Rommel kann nach seiner Rückkehr aus Deutschland nur noch reagieren. Bei der ägyptischen Bahnstation El Alamein wendet sich Ende Oktober 1942 endgültig das Blatt gegen den erfolgsverwöhnten Feldmarschall. Rommel kämpfte jetzt mit nachlassender Kraft und wachsender Hoffnungslosigkeit.
Der Feldmarschall will dem verlustreichen Kampf ein Ende bereiten, um so seine Soldaten zu retten. Es hat sich eben so am 3. November ungefähr gezeigt, dass der britische Durchbruch nicht zu vermeiden ist. Und dann hat mein Vater den Rückzug befohlen, um eine andere Stellung weiter hinten aufzusuchen. Und nun hat der Hitler da diesen Befehl losgelassen, Sieg oder Tod. Mein Vater hat zuerst die Operation abgebrochen, die er eingeleitet hatte, und hat dann jemand geschickt zu Hitler, um die Rücknahme des Befehls zu erwirken. Dann wurde aber die Situation immer bedrohlicher, weil Montgomery nachgestoßen ist. Und dann hat mein Vater sich selber entschlossen zu gehen und hat den Rückzug befohlen. Und man konnte diese Befehle nicht befolgen, es war nicht drin. Das hat natürlich auch zu einer großen Verärgerung geführt. Der Hitler hat noch im Jahr 1944, im August, hat er da noch gewaltig polemisiert und hat dann gesagt, wenn mein Vater geblieben wäre, wie befohlen gewesen wäre, dann würde er heute noch in Ägypten stehen, was schon völlig verrückt war. Dann hat, bei der Gelegenheit hat er im Übrigen meinem Vater dann auch vorgeworfen, dass er das Schlimmste getan hätte, was ein General tun kann, nämlich nach politischen Lösungen gesucht. Rommels bisheriger Optimismus und der vorwärts drängende Elan, beobachtet ein Mitarbeiter, seien einer ernsten und bedrückenden Stimmung gewichen. Die Wochenschau kann ihren einstigen Star nur noch bei Besuchen im Führerhauptquartier drehen, denn in seiner Nähe herrscht Fotografierverbot. Erst nach und nach kommt der Feldmarschall zu der Überzeugung, es mit einem Verrückten zu tun zu haben. Mein Vater war mit Hitler eigentlich nur mehr militärisch verbunden und der Hitler hat ihm auch vorher nichts befohlen. Das war aber so unsinnig und so wahnsinnig, dass mein Vater also das nicht eingesehen hat, dass er das ausführen muss. Vorher hat der Hitler sich auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz nicht eingemischt. Aber das war das erste Mal, dass er in einer taktischen Frage einen Befehl erließ. Und mein Vater hielt das damals noch für eine Panne, hat aber dann gemerkt später, dass das auf Hitlers Neigung zu Illusionen und zum Wunschdenken zurückzuführen ist und hat dann sich umso mehr bemüht, dem Hitler seine Meinung über die Lage offen und klar darzutun. Damals noch in der Meinung, der Hitler würde daraus was lernen. Das Afrika-Korps, zerbrochen und von keinem anderen Gedanken als Flucht beseelt, wird hartnäckig verfolgt. Aber die 8. Armee war nicht nur der Donner hinter ihnen, sondern auch der Blitzeinschlag vor ihnen. Auf der Fluchtstrecke zerschlugen unsere Geschütze und Panzer am ersten Tag der Flucht über 50 von Rommels Panzern ohne eigene Verluste. Zuvor hatte er schon 500 Panzer auf dem Schlachtfeld zurücklassen müssen. Wir eroberten über 1000 Artilleriegeschütze, bis zu 1000 Flugzeuge, von Truppentransportern bis zu Kampfmaschinen lagen als Wracks auf dem Boden. Das Abenteuer Nordafrika endet mit einer bitteren Niederlage. Die Italiener im Süden, von Rommel ohne Wasser und Nahrung zurückgelassen, wurden von unseren Divisionen weggefegt. Im Norden nahmen wir tausende Deutsche gefangen. Mein Vater hat zunächst damit gerechnet, dass er in Afrika entweder fällt oder in Gefangenschaft kommt. Und mein Vater hat ja hauptsächlich das Ziel verfolgt, dass die deutschen und italienischen Truppen nach Italien zurückgeführt werden und der afrikanische Kriegsschauplatz aufgegeben wird, nachdem die Alliierten auch in den Französischen, in Marokko und in Algerien gelandet waren. Mein Vater war deshalb sogar bei Hitler und hat dort die erste große Auseinandersetzung mit ihm gehabt. Währenddessen erobern die Alliierten systematisch ganz Nordafrika. Mit dabei sind amerikanische Kamerateams, die diese Aufnahmen in 16 mm Farbe drehen.
Mein Vater hat auch damals einen Brief von Hitler bekommen, der einzige Brief, den Hitler jemals meinem Vater geschrieben hat, der ihn würdigte, das ist so damals schon so gewesen, als ob man einen Pensionär verabschiedet. Der Hitler hat dann auch gesagt, wenn es wieder vorwärts geht in Afrika, dann werde ich wieder an Sie denken. Aber das ging bekanntlich abwärts. Kurz vor seinem Tod hat mein Vater gesagt, also Gott ist schon gescheiter als wir. Er sei regelrecht dankbar, dass die afrikanischen Truppen in Gefangenschaft gekommen seien und nicht verheizt werden können in einem völlig aussichtslos gewordenen Krieg. 130.000 deutsche Soldaten geraten in Gefangenschaft und werden in die USA verschifft. Viele nehmen die Erinnerung an einen vermeintlich sauberen Krieg der Wehrmacht mit, die sie nach Kriegsende hartnäckig verteidigen. Der Mythos Rommel wird unerschütterlich. In Wahrheit hinterlassen die Deutschen nichts als Tod und Zerstörung. Während Briten und Amerikaner das Chaos in Nordafrika ordnen, steht Erwin Rommel in einem Filmstudio, um für das Archiv der Persönlichkeiten der NSDAP seine Erinnerungen festzuhalten. Rommel über Rommel. Wir haben uns vom Feind gelöst und haben an der Stelle, an der wir wieder uns stellen wollten, uns gestellt. Haben ihm bei Agadabia Ende des Jahres 1941 erneute Zähne gezeigt, mit ein paar neuen Panzern, die aus Europa gekommen waren, haben ihm gezeigt, dass wir noch die Alten sind, die zuhauen, wo es geht, und haben uns nach dem Kampf im Sandsturm wieder abgesetzt. Denn noch waren die Verhältnisse nicht so geordnet, dass ich einen Kampf auf Leben und Tod bei Agadabia riskieren konnte. 14 Tage später war der Feind bei unserer neuen Stellung bei Alagaila aufmarschiert, schien bereit zu sein zum Sprung. Aber wir hatten auch nicht gerastet. Wir waren auch bereit. Und wir sind früher gesprungen als der Feind. Vielleicht nur einige Tage, aber diese wenige Spanne Zeit war entscheidend. Unser Hieb, unser erster Hieb, den wir am 21. Januar dem Feind versetzt haben, der saß so fest, dass die Vorbereitungen des Feindes mit einem Schlag über den Haufen geworfen waren. Am anderen Morgen waren wir schon über 80 Kilometer durch den Feind durchgestoßen und nahmen Agadabia wieder in Besitz und rasteten dort nicht, sondern wir stießen weiter nach Antelat, weitere 120 Kilometer in die Wüste hinein und drängten den Engländer mehr und mehr in Sand, dorthin, wo er zwar Vorräte liegen hatte, aber er wusste ganz genau, durch unseren Stoß hatten wir ihm den Nachschub, die Verbindung nach rückwärts abgeschnitten und drohten ihn völlig einzukreisen und zu vernichten. Im Haus der Geschichte in Stuttgart werden Teile des Nachlasses von Erwin Rommel aufbewahrt. Darunter auch ein besonderes Dokument aus der Zeit des Dritten Reichs. Neben Gegenständen wie dem Fotoapparat oder dem Fernglas haben wir eine ganze Reihe von Dokumenten. Unter anderem auch die Urkunde, die Rommel bekam von Adolf Hitler, als er im März 1943 das Ritterkreuz mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten verliehen bekam. Das ist eine sehr aufwendig gemachte Kiste, in der sich diese Urkunde befindet. Sie ist auch sehr schwer. Und Sie können hier sehen, die Urkunde ist unterzeichnet von Adolf Hitler. Als Auszeichnung war das seine höchste Auszeichnung. Es war generell die höchste Auszeichnung. Während Hitler am Heldengedenktag in Berlin seinen letzten öffentlichen Auftritt zelebriert, erholt sich Rommel in Wien von den Strapazen des Afrika-Feldzugs und hält sich zur Verfügung des Diktators. Trotz der Niederlage hat ihm der Führer die Brillanten zum Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz verliehen. Mein Vater war ja im Jahr 43 eine Zeit lang zur besonderen Verwendung ins Führerhauptquartier kommandiert. Und da hat mein Vater mit Hitler mal gesprochen, hat ihm gesagt, also ein Endsieg ist nicht mehr möglich. Und da hat er, und mein Vater hat gesagt, jetzt gilt es, die militärische Situation so zu verbessern, dass man unter günstigen Bedingungen aus dem Krieg ausscheiden kann. Da hat der Hitler gesagt, auch ich bin nicht so dumm.
dass ich nicht weiß, dass wir nicht mehr siegen könnten. Aber merken Sie sich, mit mir schließt niemand Frieden. Hitlergegner in der Wehrmacht sind längst überzeugt, dass der Führer sterben muss, um den Krieg und das Morden zu beenden. Junge Offiziere sind nach der Niederlage von Stalingrad entschlossen, den Tyrannen mit Gewalt zu beseitigen, bevor er Deutschland endgültig ins Unglück stürzen kann. Erwin Rommel hält treu zum Regime. Für den alljährlichen Geburtstagsfilm, den Familie Goebbels für den Propagandaminister dreht, mimt er auf Schwanenwerder den lieben Onkel. Ein Feldmarschall ist während des Krieges in der Heimat ein Gefangener, schreibt er an seine Frau. Josef Goebbels ist stolz auf seinen Star. In einer Tafelrunde des Führers äußert er zufrieden, dass kein General so von der Kriegswichtigkeit der Propaganda durchdrungen sei wie Rommel. In Deutschland bleibt dem berühmten Kriegshelden die furchtbare Wirklichkeit nicht ganz verborgen. Die verzweifelte Lage der Juden ist unübersehbar. Ein Propagandafilm zeigt eine Sonderverkaufsstelle in Stuttgart. Rommel ist kein überzeugter Antisemit. Vom Völkermord im Osten, der seit Anfang 1942 in vollem Gange ist, von den Massenerschießungen und Vernichtungslagern, will er erst viel später erfahren haben. Mein Vater wusste, dass Deutschland ein antisemitischer Staat ist, dass die Juden entrechtet waren. Er hat erst spät erfahren, dass wir von diesen Massenmorden. Ende 1943 ist ihm das erstmals plausibel gesagt worden. Anfang 1944 hat mein Vorgänger, der Oberbürgermeister von Stuttgart, ihm erzählt, er hätte gehört, dass Juden mit Gas umgebracht werden. Aber natürlich, es kann kein Mensch sagen, wie mein Vater sich, wenn er in Russland eine Heeresgruppe geführt hätte, verhalten hätte. Im November 1943 ist die quälende Wartezeit vorüber. Hitler ernennt sein Protégé zum Oberbefehlshaber zur besonderen Verwendung zur Inspektion und Befestigung der Invasionsfront in Frankreich. An der Kanalküste erwarten die deutschen Besatzer die Landung der Alliierten auf dem Kontinent. Auf den verblühten Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung und die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen und brauchen uns keine Sekunde den Kopf zu brechen, gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut. Wie ein Getriebener bereist der Feldmarschall die Küste und versucht, die Lücken im sogenannten Atlantikwall zu schließen. Wieder folgen ihm die Kameras der Wochenschau auf Schritt und Tritt. Doch das Vertrauensverhältnis zum Diktator ist inzwischen erschüttert. Es gab einen ständigen Streit über die Strategie. Mein Vater war der Auffassung, dass wegen der englischen und amerikanischen Luftherrschaft die Küste verteidigt werden musste, dass die Panzerreserven möglichst nah an die Küste herangeführt werden sollten, sodass sie jeweils in ihrem Abschnitt unmittelbar auf die Landung wirken konnten, dass die Küste befestigt werden muss, während andere träumten von der großen Bewegungsschlacht im Zentrum Frankreichs, die mein Vater wegen der Luftherrschaft der Alliierten für unmöglich hielt. Und dann ist mein Vater relativ häufig zu dem Hitler gefahren und hat versucht, den von seiner Meinung zu überzeugen. Denn mein Vater hoffte auf einen Frieden mit Bedingungen für den Fall des Sieges in Frankreich. Im Sonderauftrag des Führers besichtigt Generalfeldmarschall Rommel die Befestigungsanlagen an der Atlantikküste. Neben den Offizieren werden auch erfahrene und bewährte Unteroffiziere zu der Besichtigung herangezogen. Am Morgen des 6. rief der General Speidel an, 7 oder 8 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, und sagte zu meinem Vater, es sei eine gewisse Unruhe an allen Küstenabschnitten. Man wisse nicht genau, ob die Landung stattgefunden hätte oder nicht.
Und er würde in einer Stunde wieder anrufen, wenn die Übersicht über die Lage klarer wäre. Und dann müsse man entscheiden, ob er seine Fahrt fortsetze oder sofort wieder zurückkomme. Dann haben wir eine Stunde gewartet, habe vorher seinen Dienstwagen schon kommen lassen und beladen lassen. Und nach einer Stunde war es klar, Speidel rief an, die Invasion fand statt. Als die Alliierten am 6. Juni 1944 die Strände der Normandie stürmen, weilt der Feldmarschall zu Hause in Herlingen bei Ulm, wo er den Geburtstag seiner Frau gefeiert hat. Technisch und strategisch war die Landung in der Normandie eine Glanzleistung ersten Ranges, wird Erwin Rommel später die gelungene Operation kommentieren. Der Wüstenfuchs sagt seinen geplanten Besuch beim Führer auf dem Obersalzberg ab und lässt sich auf dem schnellsten Weg nach Frankreich chauffieren. Jetzt haben wir sie endlich dort, wo wir sie schlagen können, kommentiert der Diktator die Nachricht von der Invasion. Binnen einer Woche errichten die Alliierten in der Normandie einen zusammenhängenden Brückenkopf von 100 Kilometern Breite. Rommel verschont den Führer nicht mit Kritik. Rommel zum Beispiel, wenn wir uns 1944 anschauen, die Situation nach der Invasion, der einzige der führenden Generäle, der sehr klar mit Hitler redet, ist Erwin Rommel. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass er zum einen diese Besprechungen mit dem Führer während des Krieges so gar nicht kannte, weil er nie in Osteuropa war und nie erlebt hat, in welch starker Weise Hitler auch in die militärische Führung eingreift. Und er hat einfach gedacht, auch er kann das machen. Aufgrund des Verhältnisses, das die beiden haben, ja, kann er offen eben auch zu Hitler sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt, wir müssen im Grunde hier kapitulieren und sie müssen die Konsequenzen aus dieser Situation ziehen. Das hätte sich so deutlich zu sagen kaum jemand getraut. Aber er hat es gemacht. Er ist dann rausgeschickt worden, aber er hat es gesagt. Erwin Rommel hat den Ausdruck der längste Tag geprägt, denn er weiß, dass der erste Tag entscheidend sein würde. Als es nicht gelingt, die Invasoren binnen 24 Stunden empfindlich zu schlagen, ist ihm klar, die Deutschen werden niemals in der Lage sein, die Alliierten ins Meer zurückzuwerfen, wie Hitler es befohlen hat. Der Hitler hat die Macht nicht einem gegeben, sondern eine Art Gewaltenteilung vorgenommen und hat eine klare Entscheidung so oder so nie getroffen, sondern immer Kompromisse geschlossen. Und so kam es, dass diese zum Beispiel die 21. Panzerdivision, die in dem britischen Abschnitt lag, dass die völlig zu verzettelt war im Moment der Landung. Das wäre unter meinem Vater, seinem Kommando, nicht vorgekommen. Nun, mein Vater hat über die ganze Invasionsschlacht gesagt, bei ihm hätte ein Unteroffizier mehr Kompetenzen gehabt als er. Vor allem um den Einsatz der Panzerdivisionen gibt es immer wieder zeitraubenden Streit. Denn der Diktator behält sich die alleinige Befehlsgewalt vor. Vier Wochen nach der Landung geben die deutschen Generäle die Abwehrschlacht verloren. Eine Lageanalyse beendet Rommel am 3. Juli mit einem Affront gegen Hitler. Nur einheitliche, straffe Wehrmachtsführung nach dem Feindbeispiel Montgomerys bürgt für den Enderfolg. Der Führer hatte sich kurz zuvor zu einer persönlichen Aussprache mit seinem Feldmarschall herabgelassen. Der Hitler hat es offenbar abgelehnt, über irgendwas anderes als die militärische Lage zu sprechen. Als mein Vater versucht hat, über die Konsequenzen mit ihm zu reden, der Niederlage, dann ist er unglaublich laut geworden und hat mein Vater aufgefordert, ruhig zu sein und keine weiteren Ausführungen zu machen. In einer Denkschrift Betrachtungen zur Lage rechnet Rommel schonungslos mit dem dilettantischen Verhalten der Wehrmachtsführung ab. Der ungleiche Kampf neigt sich dem Ende entgegen, schreibt er. Und der Feldmarschall stellt dem Führer ein Ultimatum. Hitler müsse unverzüglich politische Folgerungen aus dieser Lage ziehen. Das Wort politisch streichen seine Stabsoffiziere in letzter Sekunde, um den Diktator nicht zu provozieren. Wenn er das so geschrieben hat, meint der Gefechtsschreiber beim Abtippen von Rommels handschriftlichem Entwurf, ist das sein Todesurteil. Mein Vater hat eben, glaube ich, auch bei den Soldaten die Autorität gehabt. Er ist auch als Soldat von der SS anerkannt worden.
Mein Vater konnte Mitte Juli den Sepp Dietrich ansprechen. Das ist einer der SS-Generäle gewesen. Und ihn fragen, ob, wenn er sich entschließe, im Westen Schluss zu machen, was er mache. Und dann hat der Sepp Dietrich zu meinem Vater gesagt, Sie sind unser Oberbefehlshaber, wir gehen mit Ihnen. Immerhin für einen SS-General ganz bemerkenswert. Dieses Gespräch war auch notwendig, weil mein Vater als alter Truppenführer natürlich eins auf keinen Fall wollte, nämlich dass die deutschen Soldaten sich gegenseitig umbringen. Dass Rommel Gespräche geführt hatte am 17. Juli 1944 mit zwei Angehörigen der SS, dahingehend, ob sie ihm folgen würden, wenn er im Alleingang sozusagen auch gegen den Befehl Hitlers im Westen kapitulieren würde, das wissen wir schon sehr lange, diese Gespräche gab. Und dadurch ist Rommel natürlich schon ein sehr großes Risiko eingegangen, mit zwei SS-Angehörigen darüber zu sprechen, dass er sich sozusagen Befehlen Hitlers widersetzen würde und sie anfragte, ob sie ihn unterstützen würden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir seit einiger Zeit wissen aus Abhörprotokollen deutscher Wehrmachtsangehöriger in britischer Kriegsgefangenschaft, dass Rommel in einem Gespräch eben um diesen 17., 16. Juli 1944 ganz explizit davon sprach, dass Hitler umgebracht werden müsse, dass man mit Hitler sozusagen keinen Frieden herstellen kann, dass niemand verhandeln würde und dass letztlich Hitler auch nichts tun würde, um diesen Krieg zu beenden. Das ist ihm vollkommen klar geworden nach den Gesprächen, die er mit Hitler im Juli 1944 geführt hatte. Also letztlich war nur ein Attentat möglich, um diesen Krieg zu beenden. Deutschland hat den Krieg verloren, meint Rommel. Diese unabwendbare Tatsache muss der Führer einsehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Führer abtreten muss. Rastlos lässt sich der Heerführer hinter der Front umherfahren, wo feindliche Tiefflieger auf alles schießen, was sich bewegt. Mitte Juli 1944 trifft eine Salve den offenen Dienstwagen des Feldmarschalls. Schwer verletzt wird Erwin Rommel aus dem völlig zerstörten Horch geborgen. Wir haben gehört, dass mein Vater verwundet sei, aber außer Gefahr sei. Der konnte noch nicht mal am 24. Juli unterschreiben. Haben wir da einen Schreibmaschine geschriebenen Brief bekommen, der von ihm mit einem Kringel unterschrieben wurde, weil er seinen Namen nicht mehr hingebracht hat. Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert, heißt es in dem angeblich von Rommel verfassten Brief. Doch daran hegt die Familie Zweifel. Ich weiß nicht, wie das Wort Unfall überhaupt in den Sprachgebrauch gekommen ist. Bei einem Entwurf eines Briefes, den mein Vater da im halbbewussten Zustand unterschrieben hat. Mein Vater hat sich über das Wort Unfall mordsmäßig geärgert, hat gesagt, also man müsse immerhin doch eingestehen, dass das ein Tieffliegerangriff gewesen ist. Und er sei ja nicht falsch über den Strauß gelaufen. Am 20. Juli 1944 hat Hitler in der Wolfsschanze den Bombenanschlag des Grafen Stauffenberg überlebt. Nur leicht verletzt zeigt er sich beim Empfang von Benito Mussolini. Noch am selben Tag schlagen getreue Einheiten den Staatsstreich nieder. Dr. Goebbels spricht. Im ganzen Raum gab es nur eine einzige Stelle innerhalb der enormen Detonationswelle, die davon verhältnismäßig unberührt blieb. Und das war die, an der der Führer am Kartentisch saß. Teilnehmer der Besprechung sind durch die Kraft der Explosion viele Meter weit aus dem Fenster herausgeschleudert worden. Ich kann nur sagen, dass wenn die Errettung des Führers aus höchster Lebensgefahr kein Wunder war, es überhaupt keine Wunder mehr gibt. Die Anführer der Putschisten sind noch in der Nacht standrechtlich erschossen worden. Die überlebenden Verschwörer lässt der Diktator unbarmherzig verfolgen. Auch Erwin Rommel gerät in Verdacht. Mein Vater hat immer gesagt, mit dem Attentat habe ich nichts zu tun.
Und ich war immer gegen ein Attentat, denn der tote Hitler wäre gefährlicher gewesen als der lebendige. Mein Vater hat auch sicher gewusst, dass eine Gruppe in Berlin, die tätig ist, die notfalls versuchen wird, die Macht im Reichsgebiet zu übernehmen. Aber mein Vater hat ans Attentat nicht geglaubt. Wissen konnte er sowieso nicht davon, weil die Entscheidung erst nach seiner schweren Verwundung am 17. Juli getroffen wurde. 2 Wochen nach der Tat verhandelt der Volksgerichtshof gegen 8 der aus dem Heere ausgestoßenen Verräter, die an dem Verbrechen des 20. Juli führend beteiligt waren. Vor dem Volksgerichtshof werden Schauprozesse veranstaltet. Rommel weiß nicht, dass ihn 2 hochrangige Militärs bereits schwer belastet haben. Der Feldmarschall habe ihnen erklärt, dass er einer neuen Regierung zur Verfügung stehen würde. Dann gab es diese ganzen Verurteilungen, diese scheußlichen Volksgerichtsprozesse, die zum Tode Ausstoßung aus der Wehrmacht durch den Ehrenhof. Es wurde alles verfolgt. Mein Vater hat dann manchmal gesagt, er sei gespannt, was der Hitler mit ihm mache. Erwin Rommel verbringt inzwischen in Herrlingen einen Genesungsurlaub und erholt sich erstaunlich rasch. Bis heute ist umstritten, wie weit er in die Umsturzpläne des Widerstands eingeweiht war. Die Putschisten wussten, dass Briten und Amerikaner, wenn überhaupt, nur den Desert Fox als Verhandlungspartner für einen Separatfrieden akzeptieren würden. Der Mythos von Hitlers Vorzeigegeneral sollte gegen den Diktator verwendet werden. Viele hohe Militärs, mit denen Rommel gut bekannt ist, müssen sterben. Im Namen des deutschen Volkes, Ehrgeizzerfressene, ehrlose, feige Verräter, statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Mein Vater hat immer damit gerechnet, dass die ihn nicht vor den Volksgerichtshof stellen. Das war ihm ziemlich klar. Das war ihm ziemlich klar, das konnte sich Hitler nicht leisten. Mein Vater hat gedacht, dass er ihn sonst irgendwo um die Ecke bringen. Sie hatten ja 8 Tage vorher etwa meinen Vater aufgefordert, nach Berlin zu kommen. Da hat er gesagt, so blöd bin ich also bestimmt nicht. Zur Sammlung Rommel im Haus der Geschichte gehört auch die Totenmaske von Erwin Rommel, die kurz nach seinem erzwungenen Selbstmord angefertigt wurde. Die befand sich im Besitz der Familie. Erwin Rommel musste sich ja 1944 auf Befehl Hitlers umbringen. Erwin Rommel wurde ja von 2 Herren besucht, die ihm unterbreiteten, dass er am Attentat beteiligt gewesen sei. Und dass er nun die Wahl hätte, sich selbst umzubringen und damit seine Familie zu schützen, auch ein Staatsbegräbnis bekäme oder eben einen Prozess vor dem Volksgerichtshof. Und Rommel entschied sich, sich selbst umzubringen, weil ihm auch sicherlich klar war, dass dieser Prozess in Berlin niemals stattfinden würde, weil er nie nach Berlin kommen würde. Und er wollte natürlich auch seine Familie schützen, die nicht in Sippenhaft kommen sollte, wie Angehörige anderer Beteiligter des 20. Juli. Erwin Rommel ist ja verbrannt worden. Es war ja eine Urnenbestattung unmittelbar nach dem Staatsakt. In Ulm wurde er abgeholt, in ein Krematorium. Er wurde verbrannt. Und dann wurde die Urne am gleichen Tag noch nach Herrlingen gefahren und wurde dort bestattet. Wichtig war dem Regime natürlich, dass die wahre Todesursache, offiziell war es ein Herzschlag infolge des Unfalls, den er an der Front erlitten hatte, dass also diese erzwungene Selbstmord, die Vergiftung, niemals öffentlich werden sollte. Rommels damals 15 Jahre alter Sohn Manfred hat am 14. Oktober 1944 Urlaub von seiner Heimat-Flakbatterie und wird deshalb Zeuge der dramatischen Ereignisse in Herrlingen. Dann hat mein Vater gesagt, heute kommen 2 Generale, die über meine weitere Verwendung sprechen wollen. Entweder das ist richtig, sie wollen dies tun, oder ich bin heute Abend tot. Hat er gesehen, hat dann mit mir gesprochen und hat dann gesagt, er sei sich keiner Schuld bewusst.
hätte nur versucht, einen Krieg zu beenden, der völlig sinnlos geworden wäre. Und dann hat er da in großer Fassung abgewartet. Dann kamen die und während die da waren, haben schon Leute aus Herrlingen bei uns angerufen und gesagt, das Haus sei umstellt. Und dann ging einer raus nach einiger Zeit. Dann ging der andere auch raus, Burgdorf. Meisel ging zuerst aus Burgdorf hinterher. Und mein Vater kam dann und sagte, er hätte in 20 Minuten oder bin ich tot, hat er erklärt. Da ist man meiner Mutter, die ist dann völlig umgekippt. Und der Führer hätte ihm angeboten, im Blick auf seine Verdienste in Afrika durch Gift zu sterben. Das hätten die beiden Herren mitgebracht. Wenn er das Angebot annehme, würden die üblichen Maßnahmen, die man gegen Familien der Verschwörer ergreife, nicht ergriffen. Er bekäme ein Staatsbegräbnis. Er hätte gesagt, wenn schon Staatsbegräbnis, dann in Ulm. Und er hätte sich entschlossen, mitzugehen. Das sei die beste Lösung. Und man solle nichts darüber reden und niemand was erzählen, denn sobald sowas rauskäme, wären die am nächsten Tag da und die Familie würde auf Nimmersehen, Wiedersehen verschwinden. Ein Dienstwagen steht bereit. Für die Pistole fühle ich mich noch zu schwach, soll Rommel gesagt und sich für die Giftkapsel des Führers entschieden haben. Dann hat mein Vater sich von mir noch verabschiedet, ist eingestiegen und dann ist er abgefahren. Mein Vater hat schon vorher gesagt, die rufen in 20 Minuten an und sagen, dass ich einem Hirnschlag erlegen sei. Und dann ist er abgefahren, nicht? Dann hat sich eigentlich nicht mehr umgedreht. Und in der Tat, nach ein paar Minuten, nach 20, 30 Minuten, kam dann der Anruf aus der Wagner-Schule, dass mein Vater einem Hirnschlag erlegen sei. Dort sind die aber, das dortige Personal hatte schon gemerkt, dass mein Vater am Gift gestorben ist. Die haben die aber gewaltig zur Brust genommen, verpflichtet, den Mund zu halten, falschen Totenschein auszustellen. Und da sind dann meine Mutter und ich hingefahren. Und da war der schon wieder aufgebahrt und lag da. Bis zuletzt hatte der Feldmarschall eine Beteiligung an den Umsturzplänen gegen seinen Gönner geleugnet. Hitler schickt der Witwe ein Telegramm, das an Heuchelei nicht mehr zu überbieten ist. Nehmen Sie zu dem schweren Verlust, den Sie durch den Tod Ihres Gatten erlitten haben, mein aufrichtiges Beileid entgegen. Da kamen überhaupt Telegramme an von den Reichsministern, von Goebbels, von Himmler, auch von Hitler. Von Hitler kam vor allem ein gewaltiger Kranz an. Da hat einer, ich weiß nicht mehr, wer es war, der Offiziere von meinem Vater gesagt, der wurde wahrscheinlich schon geflochten, als ihr Herr Vater noch lebte. Das ist eben alles nach Schema abgelaufen. Da war es klar, mein Vater tot, Protokoll, Staatsakt, und da gab es im Protokoll klare Richtlinien, da kam auch ein Kranz so und so groß oder so und so groß. Da kam das Telegramm und die anderen Vorzimmer haben auch gesagt, jetzt muss auch was geschrieben werden. Und haben das geschickt, das war eine Farce. Marschall Rommel ist tot. Der Held von Afrika, der 2 Jahre lang durch eine wendige und einfallsreiche Führung und einen großen persönlichen Mut eine vielfache Übermacht des Feindes in Schach hielt. Auch die Wochenschau beteiligt sich an dem bizarren Schauspiel um den plötzlichen Tod des populären Feldmarschalls. Ein Zusammenhang mit dem 20. Juli wird tunlichst vermieden. In einem Staatsakt nimmt das deutsche Volk Abschied von einem seiner tapfersten Generale. Mit ihm, so sagte der Führer in einem Tagesbefehl, ist einer unserer besten Heerführer dahingegangen.
Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes der Begriff für hervorragende Tapferkeit und unerschrockenes Draufgängertum geworden. Generalfeldmarschall von Rundstedt legt nach seiner Gedenkrede den Kranz des Führers nieder. Die Bevölkerung einer süddeutschen Stadt umsäumt den letzten Weg des großen Soldaten. Über den Tod hinaus wird Erwin Rommel von der Nazi-Propaganda vereinnahmt. Der Mythos des siegreichen Feldmarschalls soll helfen, den Untergang des Dritten Reiches zu verhindern. Adolf Hitler gibt sogar ein pompöses Ehrenmal in Auftrag. Noch Anfang März 1945 schickt man der Witwe Entwürfe ins Haus. Der Heldenmut und die Größe des Generalfeldmarschalls werde am besten durch die Gestalt eines Löwen dargestellt, heißt es in dem Brief an Frau Rommel. Einstweilen müsse sie sich allerdings mit einer einfachen Gedenkplatte für den toten Gatten begnügen, denn das Denkmal könne zunächst nur als Modell ausgeführt werden. Die Familie Rommel hat die Wahl zwischen einem sterbenden Löwen, einem brüllenden Löwen und einem Löwen in Kampfstellung. Sechs Wochen später begeht auch Erwin Rommels größter Fan im Bunker der Reichskanzlei Selbstmord. Am 8. Mai 1945 kapituliert die Wehrmacht bedingungslos. Die Legende vom Wüstenfuchs lebt bis heute weiter. Er ist immer noch ein Mythos. Die Briten haben einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, denn er war ja der sozusagen Unbesiegbare, ja. Also es herrschte ja nahezu schon eine Angst der britischen Soldaten vor Rommel, weil er eben lange Zeit einen Sieg nach dem anderen in Nordafrika einfuhr. Und so hat die britische Propaganda ihn auch sehr groß gemacht. Und es ist sicherlich wichtig zu sehen, dass Rommel in vielem in seiner Geschichte auch beispielhaft ist für die Deutschen, die zunächst mal eben fasziniert sind von Hitler in ihrer großen Mehrheit. Viele erkennen es gar nicht, manche erkennen, dass sie einem Dämon gefolgt sind. Und Rommel erkennt das auch zu spät. Gegen acht der aus dem Heere ausgestoßenen Verräter, die an dem Verbrechen des 20. Juli führend beteiligt waren. Vor dem Volksgerichtshof werden Schauprozesse veranstaltet. Rommel weiß nicht, dass ihn zwei hochrangige Militärs bereits schwer belastet haben. Der Feldmarschall habe ihnen erklärt, dass er einer neuen Regierung zur Verfügung stehen würde. Dann gab es diese ganzen Verurteilungen, diese scheußlichen Volksgerichtsprozesse, die zum Tode Ausstoßung aus der Wehrmacht durch den Ehrenhof. Es wurde alles verfolgt. Mein Vater hat dann manchmal gesagt, er sei gespannt, was der Hitler mit ihm mache. Erwin Rommel verbringt inzwischen in Herlingen einen Genesungsurlaub und erholt sich erstaunlich rasch. Bis heute ist umstritten, wie weit er in die Umsturzpläne des Widerstands eingeweiht war. Die Putschisten wussten, dass Briten und Amerikaner, wenn überhaupt, nur den Desert Fox als Verhandlungspartner für einen Separatfrieden akzeptieren würden. Der Mythos von Hitlers Vorzeigegeneral sollte gegen den Diktator verwendet werden. Viele hohe Militärs, mit denen Rommel gut bekannt ist, müssen sterben. Im Namen des deutschen Volkes, Ehrgeizzerfressene, ehrlose, feige Verräter, statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Mein Vater hat immer damit gerechnet, dass die ihn nicht vor den Volksgerichtshof stellen. Das war ihm ziemlich klar. Und das war ihm ziemlich klar, das konnte sich Hitler nicht leisten. Mein Vater hat gedacht, dass er ihn sonst irgendwo um die Ecke bringen. Sie hatten ja
8 Tage vorher etwa meinen Vater aufgefordert, nach Berlin zu kommen. Da hat er gesagt, so blöd bin ich also bestimmt nicht. Zur Sammlung Rommel im Haus der Geschichte gehört auch die Totenmaske von Erwin Rommel, die kurz nach seinem erzwungenen Selbstmord angefertigt wurde. Die befand sich im Besitz der Familie. Erwin Rommel musste sich ja 1944 auf Befehl Hitlers umbringen. Erwin Rommel wurde ja von zwei Herren besucht, die ihm unterbreiteten, dass er am Attentat beteiligt gewesen sei und dass er nun die Wahl hätte, sich selbst umzubringen und damit seine Familie zu schützen, auch ein Staatsbegräbnis bekäme oder eben einen Prozess vor dem Volksgerichtshof. Und Rommel entschied sich, sich selbst umzubringen, weil ihm auch sicherlich klar war, dass dieser Prozess in Berlin niemals stattfinden würde, weil er nie nach Berlin kommen würde. Und er wollte natürlich auch seine Familie schützen, die nicht in Sippenhaft kommen sollte, wie Angehörige an. Union El Alamein wendet sich Ende Oktober 1942 endgültig das Blatt gegen den erfolgsverwöhnten Feldmarschall. Rommel kämpfte jetzt mit nachlassender Kraft und wachsender Hoffnungslosigkeit. Der Feldmarschall will dem verlustreichen Kampf ein Ende bereiten, um so seine Soldaten zu retten. Es hat sich eben so am 3. November ungefähr gezeigt, dass der britische Durchbruch nicht zu vermeiden ist. Und dann hat mein Vater den Rückzug befohlen, um eine andere Stellung weiter hinten aufzusuchen. Und nun hat der Hitler da diesen Befehl losgelassen, Sieg oder Tod. Mein Vater hat zuerst die Operation abgebrochen, die er eingeleitet hatte, und hat dann jemand geschickt, jemand geschickt zu Hitler, um die Rücknahme des Befehls zu erwirken. Dann wurde aber die Situation immer bedrohlicher, weil Montgomery nachgestoßen ist. Und dann hat mein Vater sich selber entschlossen zu gehen und hat den Rückzug befohlen. Und man konnte diese Befehle nicht befolgen, es war nicht drin. Das hat natürlich auch zu einer großen Verärgerung geführt. Der Hitler hat noch im Jahr 44, im August, hat er das da noch gewaltig polemisiert und hat dann gesagt, wenn mein Vater geblieben wäre, wie befohlen gewesen wäre, dann würde er heute noch in Ägypten stehen, was schon völlig verrückt war. Bei der Gelegenheit hat er im Übrigen meinem Vater dann auch vorgeworfen, dass er das Schlimmste getan hätte, was ein General tun kann, nämlich nach politischen Lösungen gesucht. Rommels bisheriger Optimismus und der vorwärts drängende Elan, beobachtet ein Mitarbeiter, seien einer ernsten und bedrückenden Stimmung gewichen. Die Wochenschau kann ihren einstigen Star nur noch bei Besuchen im Führerhauptquartier drehen. Denn in seiner Nähe herrscht Fotografierverbot. Erst nach und nach kommt der Feldmarschall zu der Überzeugung, es mit einem Verrückten zu tun zu haben. Mein Vater war mit Hitler eigentlich nur mehr militärisch verbunden und der Hitler hat ihm auch vorher nichts befohlen. Das war aber so unsinnig und so wahnsinnig, dass mein Vater also das nicht eingesehen hat, dass er das ausführen muss. Vorher hat der Hitler sich auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz nicht eingemischt. Aber das war das erste Mal, dass er in einer taktischen Frage einen Befehl erließ. Und mein Vater hielt das damals noch für eine Panne, hat aber dann gemerkt später, dass das auf Hitlers Neigung zu Illusionen und zum Wunschdenken. Mitte Juli 1944 trifft eine Salve den offenen Dienstwagen des Feldmarschalls. Schwer verletzt wird Erwin Rommel aus dem völlig zerstörten Horch geborgen. Wir haben gehört, dass mein Vater verwundet sei, aber außer Gefahr sei. Der konnte konnte noch nicht mal am 24. Juli unterschreiben. Aber da einen Schreibmaschine geschriebenen Brief bekommen, der von ihm mit einem Kringel unterschrieben wurde, weil er seinen Namen nicht mehr hingebracht hat. Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert, heißt es in dem angeblich von Rommel verfassten Brief. Doch daran hegt die Familie Zweifel. Ich weiß nicht, wie das Wort Unfall
überhaupt in den Sprachgebrauch gekommen ist bei einem Entwurf eines Briefes, den mein Vater da im halbbewussten Zustand unterschrieben hat. Mein Vater hat sich über das Wort Unfall mordsmäßig geärgert, hat gesagt, also man müsse immerhin doch eingestehen, dass das ein Tieffliegerangriff gewesen ist. Und er sei ja nicht falsch über die Straße gelaufen. Am 20. Juli 1944 hat Hitler in der Wolfsschanze den Bombenanschlag des Grafen Stauffenberg überlebt. Nur leicht verletzt zeigt er sich beim Empfang von Benito Mussolini. Noch am selben Tag schlagen getreue Einheiten den Staatsstreich nieder. Dr. Goebbels spricht. Im ganzen Raum gab es nur eine einzige Stelle innerhalb der enormen Detonationswelle, die davon verhältnismäßig unberührt blieb. Und das war die, an der Führer am Kartentisch saß. Teilnehmer der Besprechung sind durch die Kraft der Explosion viele Meter weit aus dem Fenster herausgeschleudert worden. Ich kann nur sagen, dass wenn die Errettung des Führers aus höchster Lebensgefahr kein Wunder war, es überhaupt keine Wunder mehr gibt. Die Anführer der Putschisten sind noch in der Nacht standrechtlich erschossen worden. Die überlebenden Verschwörer lässt der Diktator unbarmherzig verfolgen. Auch Erwin Rommel gerät in Verdacht. Mein Vater hat immer gesagt, mit dem Attentat habe ich nichts zu tun. Und ich war immer gegen ein Attentat, denn der tote Hitler wäre gefährlicher gewesen als der lebendige. Mein Vater hat auch sicher gewusst, dass eine Gruppe in Berlin, tätig ist, die notfalls versuchen wird, die Macht im Reichsgebiet zu übernehmen. Aber mein Vater hat ans Attentat nicht geglaubt. Wissen konnte er sowieso nicht davon, weil die Entscheidung... Mein Vater hat immer damit gerechnet, dass die ihn nicht vor den Volksgerichtshof stellen. Das war ihm ziemlich klar. Und das war ihm ziemlich klar, das konnte sich Hitler nicht leisten. Mein Vater hat gedacht, dass sie ihn sonst irgendwo um die Ecke bringen. Sie hatten ja 8 Tage vorher etwa meinen Vater aufgefordert, nach Berlin zu kommen. Da hat er gesagt, so blöd bin ich also bestimmt nicht. Zur Sammlung Rommel im Haus der Geschichte gehört auch die Totenmaske von Erwin Rommel, die kurz nach seinem erzwungenen Selbstmord angefertigt wurde. Die befand sich im Besitz der Familie. Erwin Rommel musste sich ja 1944 auf Befehl Hitlers umbringen. Erwin Rommel wurde ja von 2 Herren besucht, die ihm unterbreiteten, dass er am Attentat beteiligt gewesen sei und dass er nun die Wahl hätte, sich selbst umzubringen und damit seine Familie zu schützen, auch ein Staatsbegräbnis bekäme oder eben einen Prozess vor dem Volksgerichtshof. Und Rommel entschied sich, sich selbst umzubringen, weil ihm auch sicherlich klar war, dass dieser Prozess in Berlin niemals stattfinden würde, weil er nie nach Berlin kommen würde. Und er wollte natürlich auch seine Familie schützen, die nicht in Sippenhaft kommen sollte, wie Angehörige anderer Beteiligter des 20. Juli. Erwin Rommel ist ja verbrannt worden. Es war ja eine Urnenbestattung unmittelbar nach dem Staatsakt. In Ulm wurde er abgeholt, in ein Krematorium. Er wurde verbrannt. Und dann wurde die Urne am gleichen Tag noch nach Herrlingen gefahren und wurde dort bestattet. Wichtig war dem Regime natürlich, dass die wahre Todesursache, offiziell war es ein Herzschlag infolge des Unfalls, den er an der Front erlitten hatte, dass also diese erzwungene Selbstmord, die Vergiftung, niemals öffentlich werden sollte. Rommels damals 15 Jahre alter Sohn Manfred hat am 14. Oktober 1944 Urlaub von seiner Heimat Flakbatterie und wird deshalb Zeuge der dramatischen Ereignisse in Herrlingen. Dann hat mein Vater gesagt, heute kommen 2 Generale, die über meine weitere Verwendung sprechen wollen. Entweder das ist richtig, sie wollen dies tun, oder ich bin heute Abend tot. Hat dann mit mir gesprochen und hat dann gesagt, er sei sich keiner Schuld bewusst. Er hätte nur versucht, einen Krieg zu beenden, der völlig sinnlos geworden wäre.
Und dann hat er da in großer Fassung abgewartet. Dann kamen die und während die da waren, haben schon... Jetzt haben wir sie endlich dort, wo wir sie schlagen können, kommentiert der Diktator die Nachricht von der Invasion. Binnen einer Woche errichten die Alliierten in der Normandie einen zusammenhängenden Brückenkopf von 100 Kilometern Breite. Rommel verschont den Führer nicht mit Kritik. Rommel zum Beispiel, wenn wir uns 1944 anschauen, die Situation nach der Invasion. Der einzige, der führenden Generäle, der sehr klar mit Hitler redet, ist Erwin Rommel. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass er zum einen diese Besprechungen mit dem Führer während des Krieges so gar nicht kannte, weil er nie in Osteuropa war und nie erlebt hat, in welch starker Weise Hitler auch in die militärische Führung eingreift. Und er hat einfach gedacht, auch er kann das machen. Aufgrund des Verhältnisses, das die beiden haben, ja, kann er offen eben auch zu Hitler sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt, wir müssen im Grunde hier kapitulieren und sie müssen die Konsequenzen aus dieser Situation ziehen. Das hätte sich so deutlich zu sagen kaum jemand getraut. Aber er hat es gemacht. Er ist dann rausgeschickt worden, aber er hat es gesagt. Erwin Rommel hat den Ausdruck »der längste Tag« geprägt, denn er weiß, dass der erste Tag entscheidend sein würde. Als es nicht gelingt, die Invasoren binnen 24 Stunden empfindlich zu schlagen, ist ihm klar, die Deutschen werden niemals in der Lage sein, die Alliierten ins Meer zurückzuwerfen, wie Hitler es befohlen hat. Der Hitler hat die Macht nicht einem gegeben, sondern eine Art Gewaltenteilung vorgenommen und hat eine klare Entscheidung so oder so nie getroffen, sondern immer Kompromisse geschlossen. Und so kam es, dass diese zum Beispiel die 21. Panzerdivision, die in dem britischen Abschnitt lag, dass die völlig zu verzettelt war im Moment der Landung. Das wäre unter meinem Vater, seinem Kommando, nicht vorgekommen. Nun, mein Vater hat über die ganze Invasionsschlacht gesagt, bei ihm hätte ein Unteroffizier mehr Kompetenzen gehabt als er. Vor allem um den Einsatz der Panzerdivisionen gibt es immer wieder zeitraubenden Streit. Denn der Diktator behält sich die alleinige Befehlsgewalt vor. 4 Wochen nach der Landung geben die deutschen Generäle die Abwehrschlacht verloren. Eine Lageanalyse beendet Rommel am 3. Juli mit einem Affront gegen Hitler. Nur einheitliche, straffe Wehrmachtsführung nach dem Feindbeispiel Montgomerys bürgt für den Enderfolg. Der Führer hatte sich kurz zuvor zu einer persönlichen Aussprache mit seinem Feldmarschall herabgelassen. Der Hitler hat es offenbar abgelehnt, über irgendwas anderes als die militärische Lage zu sprechen. Als mein Vater versucht hat, über die Konsequenzgruppe in Berlin, tätig ist, die notfalls versuchen wird, die Macht im Reichsgebiet zu übernehmen. Aber mein Vater hat ans Attentat nicht geglaubt. Wissen konnte er sowieso nicht davon, weil die Entscheidung erst nach seiner schweren Verwundung am 17. Juli getroffen wurde. 2 Wochen nach der Tat verhandelt der Volksgerichtshof gegen 8 der aus dem Heere ausgestoßenen Verräter, die an dem Verbrechen des 20. Juli führend beteiligt waren. Vor dem Volksgerichtshof werden Schauprozesse veranstaltet. Rommel weiß nicht, dass ihn 2 hochrangige Militärs bereits schwer belastet haben. Der Feldmarschall habe ihnen erklärt, dass er einer neuen Regierung zur Verfügung stehen würde. Dann gab es diese ganzen Verurteilungen, diese scheußlichen Volksgerichtsprozesse, die zum Tode Ausstoßung aus der Wehrmacht durch den Ehrenhof. Es wurde alles verfolgt. Und mein Vater hat dann manchmal gesagt, er sei gespannt, was der Hitler mit ihm mache. Erwin Rommel verbringt inzwischen in Herlingen einen Genesungsurlaub und erholt sich erstaunlich rasch. Bis heute ist umstritten, wie weit er in die Umsturzpläne des Widerstands eingeweiht war. Die Putschisten wussten, dass Briten und Amerikaner, wenn überhaupt, nur den Desert Fox als Verhandlungspartner für einen Separatfrieden akzeptieren würden. Der Mythos von Hitlers Vorzeigegeneral sollte gegen den Diktator verwendet werden. Viele hohe Militärs, mit denen Rommel gut bekannt ist, müssen sterben. Im Namen des deutschen Volkes, Ehrgeizzerfressene, ehrlose, feige Verräter,
statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Mein Vater hat immer damit gerechnet, dass die ihn nicht vor den Volksgerichtshof stellen. Das war ihm ziemlich klar. Das war ihm ziemlich klar, das konnte sich Hitler nicht leisten. Mein Vater hat gedacht, dass sie ihn sonst irgendwo um die Ecke bringen. Sie hatten ja 8 Tage vorher etwa meinen Vater aufgefordert, nach Berlin zu kommen. Da hat er gesagt, so blöd bin ich also bestimmt nicht. Zur Sammlung Rommel im Haus der Geschichte gehört auch die Totenmaske von Erwin Rommel, die kurz nach seinem erzwungenen Selbstmord angefertigt wurde. Die befand sich im Besitz der Familie. Erwin Rommel musste sich ja 1944 auf Befehl Hitlers umbringen. Erwin Rommel wurde ja von 2 Herren besucht, die ihm unterbreiteten, dass er am Attentat beteiligt gewesen sei. Der Wüstenfuchs sagt seinen geplanten Besuch beim Führer auf dem Obersalzberg ab und lässt sich auf dem schnellsten Weg nach Frankreich chauffieren. Jetzt haben wir sie endlich dort, wo wir sie schlagen können, kommentiert der Diktator die Nachricht von der Invasion. Binnen einer Woche errichten die Alliierten in der Normandie einen zusammenhängenden Brückenkopf von 100 Kilometern Breite. Rommel verschont den Führer nicht mit Kritik. Rommel zum Beispiel, wenn wir uns 1944 anschauen, die Situation nach der Invasion. Der einzige der führenden Generäle, der sehr klar mit Hitler redet, ist Erwin Rommel. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass er zum einen diese Besprechungen mit dem Führer während des Krieges so gar nicht kannte, weil er nie in Osteuropa war und nie erlebt hat, in welch starker Weise Hitler auch in die militärische Führung eingreift. Und er hat einfach gedacht, auch er kann das machen. Aufgrund des Verhältnisses, das die beiden haben, ja, kann er offen eben auch zu Hitler sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt, wir müssen im Grunde hier kapitulieren und sie müssen die Konsequenzen aus dieser Situation ziehen. Das hätte sich so deutlich zu sagen kaum jemand getraut. Aber er hat es gemacht, er ist dann rausgeschickt worden, aber er hat es gesagt. Erwin Rommel hat den Ausdruck »der längste Tag« geprägt, denn er weiß, dass der erste Tag entscheidend sein würde. Als es nicht gelingt, die Invasoren binnen 24 Stunden empfindlich zu schlagen, ist ihm klar, die Deutschen werden niemals in der Lage sein, die Alliierten ins Meer zurückzuwerfen, wie Hitler es befohlen hat. Der Hitler hat die Macht nicht einem gegeben, sondern eine Art Gewaltenteilung vorgenommen und hat eine klare Entscheidung so oder so nie getroffen, sondern immer Kompromisse geschlossen. Und so kam es, dass diese zum Beispiel die 21. Panzerdivision, die in dem britischen Abschnitt lag, dass die völlig zu verzettelt war im Moment der Landung. Das wäre unter meinem Vater, seinem Kommando, nicht vorgekommen. Nun, mein Vater hat über die ganze Invasionsschlacht gesagt, bei ihm hätte ein Unteroffizier mehr Kompetenzen gehabt als er. Vor allem um den Einsatz der Panzerdivisionen gibt es immer wieder zeitraubenden Streit. Denn der Diktator behält sich die alleinige Befehlsgewalt vor. 4 Wochen nach der Landung geben die deutschen Generäle die Abwehrschlacht verloren. Eine Lageanalyse beendet Rommel am 3. Juli mit einem Affront gegen Hitler. Nur einheitliche, straffe Wehrmachtsführung nach dem Feindbeispiel Montgomerys bürgt für den Enderfolg. Der Führer hatte sich kurz zuvor zu einer persönlichen Aussprache mit seinem Feldmarschall herabgelassen. Versucht hat, über die Konsequenzen mit ihm zu reden, der Niederlage. Dann ist er unglaublich laut geworden und hat meinen Vater aufgefordert, ruhig zu sein und keine weiteren Ausführungen zu machen. In einer Denkschrift »Betrachtungen zur Lage« rechnet Rommel schonungslos mit dem dilettantischen Verhalten der Wehrmachtsführung ab. »Der ungleiche Kampf neigt sich dem Ende entgegen«, schreibt er. Und der Feldmarschall stellt dem Führer ein Ultimatum. Hitler müsse unverzüglich politische Folgerungen aus dieser Lage ziehen. Das Wort politisch streichen seine Stabsoffiziere in letzter Sekunde, um den Diktator nicht zu provozieren. Wenn er das so geschrieben hat,
meint der Gefechtsschreiber beim Abtippen von Rommels handschriftlichem Entwurf, ist das sein Todesurteil. Mein Vater hat eben, glaube ich, auch bei den Soldaten die Autorität gehabt. Er ist auch als Soldat von der SS anerkannt worden. Mein Vater konnte Mitte Juli den Sepp Dietrich ansprechen. Das ist einer der SS-Generäle gewesen. Und ihn fragen, ob, wenn er sich entschließe, im Westen Schluss zu machen, was er mache. Und dann hat der Sepp Dietrich zu meinem Vater gesagt, Sie sind unser Oberbefehlshaber, wir gehen mit Ihnen. Immerhin für einen SS-General ganz bemerkenswert. Dieses Gespräch war auch notwendig, weil mein Vater als alter Truppenführer natürlich eins auf keinen Fall wollte, nämlich dass die deutschen Soldaten sich gegenseitig umbringen. Dass Rommel Gespräche geführt hatte am 17. Juli 1944 mit zwei Angehörigen der SS, dahingehend, ob sie ihm folgen würden, wenn er im Alleingang sozusagen auch gegen den Befehl Hitlers im Westen kapitulieren würde, das wissen wir schon sehr lange, diese Gespräche gab. Und dadurch ist Rommel natürlich schon ein sehr großes Risiko eingegangen, mit zwei SS-Angehörigen darüber zu sprechen, dass er sich sozusagen Befehlen Hitlers widersetzen würde und sie anfragte, ob sie ihn unterstützen würden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir seit einiger Zeit wissen aus Abhörprotokollen deutscher Wehrmachtsangehöriger in britischer Kriegsgefangenschaft, dass Rommel in einem Gespräch eben um diesen 17., 16. Juli 1944 ganz explizit davon sprach, dass Hitler umgebracht werden müsse, dass man mit Hitler sozusagen keinen Frieden herstellen kann, dass niemand verhandeln würde und dass letztlich Hitler auch nichts tun würde, um diesen Krieg zu beenden. Das ist ihm vollkommen klar geworden nach den Gesprächen, die er mit Hitler im Juli 1944 geführt hatte. Also letztlich war nur ein Attentat möglich, um diesen Krieg zu beenden. Am Morgen des 6. rief der General Speidel an, 7 oder 8 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, und sagte zu meinem Vater, es sei eine gewisse Unruhe an allen Küstenabschnitten. Man wisse nicht genau, ob die Landung stattgefunden hätte oder nicht. Und er würde in einer Stunde wieder anrufen, wenn die Übersicht über die Lage klarer wäre. Und dann müsse man entscheiden, ob er seine Fahrt fortsetze oder sofort wieder zurückkomme. Dann haben wir eine Stunde gewartet, habe vorher seinen Dienstwagen schon kommen lassen und beladen lassen. Und nach einer Stunde war es klar, Speidel rief an, die Invasion fand statt. Als die Alliierten am 6. Juni 1944 die Strände der Normandie stürmen, weilt der Feldmarschall zu Hause in Herlingen bei Ulm, wo er den Geburtstag seiner Frau gefeiert hat. Technisch und strategisch war die Landung in der Normandie eine Glanzleistung ersten Ranges, wird Erwin Rommel später die gelungene Operation kommentieren. Der Wüstenfuchs sagt seinen geplanten Besuch beim Führer auf dem Obersalzberg ab und lässt sich auf dem schnellsten Weg nach Frankreich chauffieren. Jetzt haben wir sie endlich dort, wo wir sie schlagen können, kommentiert der Diktator die Nachricht von der Invasion. Binnen einer Woche errichten die Alliierten in der Normandie einen zusammenhängenden Brückenkopf von 100 Kilometern Breite. Rommel verschont den Führer nicht mit Kritik. Rommel zum Beispiel, wenn wir uns 1944 anschauen, die Situation nach der Invasion, der einzige der führenden Generäle, der sehr klar mit Hitler redet, ist Erwin Rommel. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass er zum einen diese Besprechungen mit dem Führer während des Krieges so gar nicht kannte, weil er nie in Osteuropa war und nie erlebt hat, in welch starker Weise Hitler auch in die militärische Führung eingreift. Und er hat einfach gedacht, auch er kann das machen. Aufgrund des Verhältnisses, das die beiden haben, ja, kann er offen eben auch zu Hitler sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt, wir müssen im Grunde hier kapitulieren und sie müssen die Konsequenzen aus dieser Situation ziehen. Das hätte sich so deutlich zu sagen kaum jemand getraut. Aber er hat es gemacht. Er ist dann rausgeschickt worden, aber er hat es gesagt. Erwin Rommel hat den Ausdruck der längste Tag geprägt, denn er weiß, dass der erste Tag entscheidend sein würde.
Als es nicht gelingt, die Invasoren binnen 24 Stunden empfindlich zu schlagen, ist ihm klar, die Deutschen werden niemals in der Lage sein, die Alliierten ins Meer zurückzuwerfen, wie Hitler es befohlen hat. Hitlers im Westen kapitulieren würde, das wissen wir schon sehr lange, diese Gespräche gab. Und dadurch ist Rommel natürlich schon ein sehr großes Risiko eingegangen, mit zwei SS-Angehörigen darüber zu sprechen, dass er sich sozusagen Befehlen Hitlers widersetzen würde und sie anfragte, ob sie ihn unterstützen würden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir seit einiger Zeit wissen, aus Abhörprotokollen deutscher Wehrmachtsangehöriger in britischer Kriegsgefangenschaft, dass Rommel in einem Gespräch eben um diesen 17., 16. Juli 1944 ganz explizit davon sprach, dass Hitler umgebracht werden müsse, dass man mit Hitler sozusagen keinen Frieden herstellen kann, dass niemand verhandeln würde und dass letztlich Hitler auch nichts tun würde, um diesen Krieg zu beenden. Das ist ihm vollkommen klar geworden nach den Gesprächen, die er mit Hitler im Juli 1944 geführt hatte. Also letztlich war nur ein Attentat möglich, um diesen Krieg zu beenden. Deutschland hat den Krieg verloren, meint Rommel. Diese unabwendbare Tatsache muss der Führer einsehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Führer abtreten muss. Rastlos lässt sich der Heerführer hinter der Front umherfahren, wo feindliche Tiefflieger auf alles schießen, was sich bewegt. Mitte Juli 1944 trifft eine Salve den offenen Dienstwagen des Feldmarschalls. Schwer verletzt wird Erwin Rommel aus dem völlig zerstörten Horch geborgen. Wir haben gehört, dass mein Vater verwundet sei, aber außer Gefahr sei. Der konnte konnte noch nicht mal am 24. Juli unterschreiben. Da haben wir dann einen Schreibmaschine geschriebenen Brief bekommen, der von ihm mit einem Kringel unterschrieben wurde, weil er seinen Namen nicht mehr hingebracht hat. Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert, heißt es in dem angeblich von Rommel verfassten Brief. Doch daran hegt die Familie Zweifel. Ich weiß nicht, wie das Wort Unfall überhaupt in den Sprachgebrauch gekommen ist. Bei einem Entwurf eines Briefes, den mein Vater da im halbbewussten Zustand unterschrieben hat. Mein Vater hat sich über das Wort Unfall mordsmäßig geärgert. Hat gesagt, also man müsse immerhin doch eingestehen, dass das ein Tieffliegerangriff gewesen ist. Und er sei ja nicht falsch über die Straße gelaufen. Am 20. Juli 1944 hat Hitler in der